Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Spiel meiner Let's Play-Reihe zu den Spielen der Studenten des DigiPen-Instituts aus Amerika. Ja, nachdem wir das Spiel Abyss erfolgreich hinter uns gebracht haben, beginne ich jetzt mit einem Spiel, was mir noch um einiges besser gefällt, und zwar Gear Full Circle, wie man mehr oder minder dezent in der Mitte des Bildes sehen kann. Ja, wir drücken gleich mal auf Space und ja, unsere Schwierigkeit stellen wir mal auf milde, weil es kein normal gibt, sondern entweder nur mild oder spiky, was so viel ist wie schwer. Deswegen tendiere ich eher zu mild und so habe ich es auch, wie ihr seht, zu 90% durchgespielt, sage ich mal. Wir sehen hier einen sehr schönen Menüscreen und die erste Verbesserung zu Abyss ist, dass wir hier bei diesem Spiel speichern können, was meine Arbeit enorm erleichtert. So, ihr seht, es gibt 1, 2, 3, 4, 5 normale Level und 3 Expertenlevel sowie 10 Classic-Level. Wieso Classic, weiß ich selbst nicht. Ich weiß jedoch, dass ich alle Levels machen werde. Und wie ihr seht, habe ich bis auf die letzten 6 Classic-Level alle schon gespielt. Was es mit diesen merkwürdigen grünen Karten auf sich hat, erzähle ich im Laufe des Spiels, wenn ich denn einer begegne. Gut, gibt es sonst noch was zu sagen? Besonders hervorzuheben bei dem Spiel ist noch die Musik, das heißt, achtet auch mal, während ich rede, auf die Musik. Ich werde auch noch einen Soundtrack hochladen von diesem Spiel, weil es bisher noch nichts Vergleichbares auf YouTube gibt. So, ich denke, damit wäre erstmal alles Grundlegendes gesagt und wir beginnen mit Level 1, Normal 1 und los! So, da wird erstmal der Bildschirm schwarz und da kommt ein Ladebildschirm. Sowas gibt es selbst. Ja, gut. Da wurde ich unterbrochen, aber gut. So, das sind wir, der coole Gear-Mensch, der hoch springen kann und der immer... Ja, ihr habt es gehört? Jump sagt, wenn man ihn springen lässt, logischerweise. Ein Held, der quasi mitdenkt und mitfühlt. So, er sitzt anscheinend in so einem radioaktiven Schutzanzug und er hat merkwürdige Hände. So, wieso denn jetzt Gear? Gear heißt doch normalerweise sowas wie... Ja, ich übersetze es mal sehr frei, Zubehör. Und unser kleiner Freund hier hat die Möglichkeit, aus einer seiner Hände, ja, ihr seht es, wie soll ich das definieren? Auf jeden Fall kann er ein Zahnrad rausschießen lassen auf die Entfernung, das sich zum Beispiel an solchen schönen kreisförmigen Verdrahtungen einhängen kann. Und da kann er quasi mitschwingen. Das geht auf eine bestimmte Länge lang. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, was dieses Spiel ausmacht, einfach nur dran zu schwingen. Je nachdem, die roten drehen sich einmal jeweils gegen den Uhrzeigersinn, sowie die blauen im Uhrzeigersinn. Und dadurch erreichen wir dann im Endeffekt höher gelegene Orte, wie diesen hier zum Beispiel. Das hier sind Zahnräder, das ist sowas wie in Mario, Super Mario Münzen. Nichts Besonderes quasi, wir haben da oben sogar eine Anzeige, wir können insgesamt 131 in diesem Level sammeln. Ob wir das jedes Mal tun, liegt daran, ob das Level mir zusagt. Also ich glaube, in dem werde ich es noch locker schaffen. Und wir haben 3 Herzchen, die ich aber auf keinen Fall brauchen werde, weil das Spiel relativ einfach ist. Gut, wir hangeln uns jetzt hier an diesen quasi schönen Vorrichtungen, vom einen zum anderen und versuchen hier einmal nach oben zu kommen. Und hier haben wir so ein Ding, das im Uhrzeigersinn dreht und das hilft uns eher in dem Fall, selbst wenn wir jetzt wieder aufkommen, natürlich hier hochzukommen. So, es gibt auch immer ein bisschen abgedrehte Wege, wie diesen hier zum Beispiel. Und die Level sehen eigentlich alle anders aus, auch wenn man merkt, dass sie vom Baukastenprinzip abstammen im Prinzip. Gut, so, wir benutzen jetzt dieses schöne Prinzip mit unserer ausfahrbaren Drahthand, um natürlich Wandvorsprünge zu erklimmen. Und das hier, was ihr seht, ist ein Checkpoint. Und wir können uns übrigens auch ducken, hätte ich mal sagen können. Ein Checkpoint, ja. Was ein Checkpoint ist, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären, das könnt ihr euch denken. Ist auch dementsprechend egal. Und insofern, im Moment seht ihr nicht viel anders. Das ist auch das erste Level, was uns quasi in diese Problematik, in diese Spielmechanik einführt. Und darum geht es im Prinzip in Gear. Komme nach oben, komme vom einen Punkt zum anderen. Und was sehen wir hier oben? Dieses grüne Notizblatt. Was hat es hiermit auf sich? Ganz simpel. Das ist sowas wie ein Secret. Es gibt in jedem Level eins von diesen Dingern versteckt. Mal einfacher, wie hier in diesem Fall, oder mal schwerer. Und wenn wir die einsammeln, wird uns das halt angezeigt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man alle hat. Wie ihr gesehen habt, habe ich es nämlich noch nicht geschafft. Aber es ist auf jeden Fall ein Secret in diesem Spiel enthalten. So.
Wir nutzen jetzt hier dieses Prinzip und gehen langsam, aber behäbig nach oben. Mit der Maus können wir übrigens die Richtung steuern, was ich noch gar nicht gesagt habe. Schande über mich, aber das könnt ihr euch denken. Es ist auch oft nötig, im Flug schon gleich, unser Ding auszufahren, um gleich den Anschluss zu finden, um weiter hochzukommen. So, wir haben 131 von 131 und hier ist so ein Ding. Das ist nichts anderes als das Ziel. Stage clear, press space to continue. Es tut mir auch leid, dass ich mich eben wieder versprochen habe. Im Moment kommen sehr viele Videos, wo ich mich oft und sehr häufig verspreche. Einfach aus dem Grund, weil ich das Let's Play lange nicht mehr gemacht habe. Ich hatte lange nicht mehr aufgenommen. Und so langsam muss ich mich einfach dran gewöhnen. So, wir bekommen jetzt nach jedem Level hier so einen kleinen Bildschirm. Wie lange haben wir gebraucht? 3 Minuten 33. Sind nullmal gestorben, logischerweise. Haben 131 von diesen schönen Zahnrädern bekommen und 1 von 1 Secret. So, wir gehen zum nächsten Level und jetzt lasse ich euch kurz in die Musik hören. Beziehungsweise nein. Das hier ist nämlich wohl die, ja, wie soll ich das ausdrücken, die wohl genialste Musik in einem Indie-Game überhaupt. Ich liebe diese Musik und ich werde auch diesen Soundtrack hier hochladen. Ich sag euch nur, Leute, dieses Lied ist sowas von gut gemacht. Dafür, dass das Studenten entwickelt haben, dieses Lied. Hammer. So, und ich habe hier gleich mal verpennt, was zu erklären. Diese Bahn, die ihr seht, habe ich eben schon mal demonstriert. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ist nichts anderes als eine Vorrichtung, die quasi, mit der wir quasi mit Hilfe unseres Zahnrades nach oben kraxeln können. Oder je nachdem halt in die Richtung, die wir wollen. Wir können auch hier zurück. Auf jeden Fall können wir uns daran unabhängig von der Schwerkraft festhalten. Und jetzt geht das Lied richtig los. Boah, ich liebe es. Ja, wir können uns quasi mit Hilfe dieser Laufbahn, nenne ich sie, einfach mal nach oben befördern. Noch einfacher als mit diesen runden Drehscheiben. Und das ist ein Spielelement, was uns das ganze Spiel begleiten wird. Sogar, glaube ich, noch häufiger als die runden Drehscheiben, die wir hier jetzt zum Beispiel wieder haben. Und in Verbindung sehen wir die sehr, sehr häufig, weil wir einfach so perfekt hohe Sprungpassagen hinterlegen. Und ihr habt jetzt hier die roten Laufbänder gesehen. Und das ist nichts anderes als ein Laufband mit Turbo, was uns quasi viel schneller nach vorne transportiert. Und ein weiterer Checkpoint. So, wir springen jetzt quasi mithilfe der Laufbänder nach oben. Was anderes macht mir nicht. Aber glaubt mir, Leute, es macht so einen höllischen Spaß, dieses Spiel. Ich hab es auch nicht für möglich gehalten, aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Vor allen Dingen, wenn man diese Musik hört, das ist so grandios. Es fördert einfach den Spaß, den man beim Spielen hat, enorm. Ja, was ist denn heute schon wieder mit mir los? Das ist schlimm. Ja, ich weiß. Wie dem auch sei, von Rädchen zu Rädchen hinein zum nächsten Checkpoint, um dann wieder zum nächsten Rädchen zu kommen und wieder Zahnräder einzusammeln. Klingt irgendwie langweilig, ist es aber beileibe nicht. So. Ups, jetzt hat es gerade geleckt ein bisschen. Kommt auch mal vor. Und jetzt kommen wir schon zu den schwierigen Sachen. Wir müssen jetzt hier hochspringen und dann gleichzeitig uns festhalten. Oder wir machen es halt nicht und dann benutzen wir die lamere Methode. Aber es ist beides zulässig. So, und jetzt hier dran. Ich beherrsche das Spiel einigermaßen gut, muss ich sagen. Ich habe mich auch schon ein bisschen eingespielt. Insofern nichts Unnatürliches. So, hier können wir jetzt quasi uns die holen. Und ab hier hoch und jetzt müssen wir definitiv im Flug zugreifen, sonst haben wir keine Chance und uns mit dieser Turbo-Plattform nach oben zum Checkpoint befördern lassen. Die Rädchen sind auch immer schön im kreisförmigen Radius um diese drehenden Kreise platziert, damit wir die einfach beim Schwingen bekommen. Und ihr habt gesehen, da war ein Secret, was nicht so einfach zu bekommen war wie im ersten Level. Ist aber immer noch relativ einfach, indem wir einfach diesen Weg hier gehen und, ah, gut, das hat geklappt. Ich dachte schon, es hätte nicht geklappt mit dem einen Zahnrädchen. So, das möchte ich mir auch holen. Hier ist noch relativ einfach, alle zu sammeln. Ja, und dann drehen wir uns jetzt hier hin. Hier sind noch ganz viele Zahnräder. Und im Endeffekt unsere, ja, ich nenne sie mal Planskizzen. Oder Secret, das macht das Ganze einfacher. Und jetzt müssen wir den regulären Weg nach oben gehen. La, 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 la. Entschuldigung, wenn ich mitsinge, aber das muss gerade an der Stelle sein. So. Ja, wenn das mal kein gutes Stück Musik ist. So, und hier sind wir, wie die Zahnräder unschwer erkennen lassen, schon wieder beim Ziel. Mit voller Anzahl an Sachen, das ist doch geil. So, ihr seht's, diesmal haben wir ein bisschen weniger Zeit gebraucht, aber trotzdem haben wir alles, was wir benötigen. Beziehungsweise alles, was wir haben. Wir müssen dann nicht mal alles sammeln, es ist uns freigestellt. Und hier kommen wir zu einer etwas abgedrehteren Welt, hier ist die Musik schon verrückter. Und wir sehen diese neue Art von Zahnrädern und was soll ich sagen, das ist ein neues Spielelement. Wenn wir nämlich jetzt S drücken und ducken und dann links klicken, drehen wir quasi die Plattform oder je nachdem die Welt um diesen bestimmten viereckigen Radius rum. Und wir bleiben aber auf der Stelle. Das heißt, wir können jetzt hier drehen und jetzt hat sich hier ein Weg frei gemacht. Den können wir jetzt natürlich logischerweise gehen. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht machen, denn ich glaube, da unten war noch was. So, jetzt haben wir den Weg hier unten freigeschaltet. Und so wird dieses Spiel noch das ein oder andere Mal uns ein paar Rätsel stellen. Das heißt, das Spiel ist auch ein wenig mit Denkarbeit verbunden, aber dieses Element kommt weniger vor als die ganzen Sprungpassagen und ich muss sagen, das ist auch gut gelöst, denn
das Puzzle-Element, was sie damit eingebunden haben, ist relativ anspruchsvoll später. Relativ, in Anführungszeichen, also für mich jedenfalls. Aber ich würde mich nicht als einer der Dümmsten bezeichnen. So, wir können hier zwar nicht durch, aber wir können immerhin durchgreifen und quasi so die Plattform drehen. Und wenn wir das jetzt machen, haben wir hier unsere Rollbahn verlängert und können ganz einfach hier hoch. Klingt einfach, ist es auch. So, und hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen taktischer nachdenken, könnte man das so sagen, ja. Wir wollen erstmal die Räder hier oben haben, also müssen wir uns da irgendwie einen Durchgang schaffen. So, das ist nur ein Felddurchgang, da passen wir nicht durch. Das ist ebenfalls nur einer. Wir müssen also quasi so drehen. Jetzt kommen wir da natürlich nicht hoch, also müssen wir das irgendwie anders regeln. Also probier es einfach mal so. Wenn wir jetzt so machen. Ich weiß gerade nicht mehr die Lösung, aber ich glaube, so war es. Nein, so war es nicht. Moment, ich probiere mal gerade was aus. So, wenn wir uns jetzt allerdings hier hinstellen. Ups, da gab es wieder einen Ruckler. Und dann die Plattform einfach drehen, beziehungsweise die Welt. Dann klappt das auch nicht. Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Was habe ich falsch gemacht? Ja, das gibt alles keinen Sinn, oder? Ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Gut, das ist jetzt gerade so optimal, was ich mache. Ja, das meine ich. Also, das ist beileibe noch nichts Schwieriges. Ich glaube, ich habe mir das Level eben versaut. Kann das sein? Ja, so ziemlich. Ja, das ist nichts Schwieriges. Und beim ersten Anlauf habe ich das auch ohne Probleme geschafft. Aber jetzt verhaunt sich es gerade. Liegt doch einfach daran, dass ich gerade aufnehme. Und wenn ich aufnehme, dann bin ich generell ein wenig diffus. So, und das sieht jetzt so aus, als würde ich mir das ganze Level verbaut haben. Warum auch immer. Oh Mann. Nee, habe ich nicht. Gut. Ja, na komm, dreh dich. So, jetzt können wir hier wieder hoch und jetzt ist alles wieder so, wie wir es wollen. Ja, ich sammle dann einfach mal hier jetzt nicht mal alle Zahnräder. Klingt jetzt, als ob ich dumm wäre, aber ich denke, ihr habt gesehen, was ich immerhin meine und die Zahnräder muss ich ja sowieso nicht sammeln. Vielleicht habt ihr ja Spaß, die Zahnräder alleine zu finden, wenn ihr das selbst mal ausprobiert, dieses Spiel. Denn wie alle DigiPen-Spiele ist auch dieses Spiel kostenlos. Insofern, ausprobieren, 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 mehr kann ich das auch nicht predigen. So, hier holen wir uns jetzt nochmal alle. Ja, wobei, das geht gerade gar nicht. Da muss ich nochmal drehen, dass wir alle bekommen. So, da unten werden jetzt nochmal ein paar, die ich mir schnell hole. So, jetzt drehe ich hier nochmal kurz. So, jetzt sind wir quasi in der Ausgangsposition. Und jetzt... Nee, das ist nicht gut so. Da habe ich doch noch einen Verbesserungsvorschlag. Wir bestellen uns einfach mal... Nee, das muss ich so machen. Stellen uns hier so hin und... Hüpfen dann quasi so rüber und holen uns quasi die hier. Und jetzt müssen wir noch einmal drehen. Einmal, weil es so schön war. Merk gerade, ich bin ein bisschen nachdenklicher geworden. Ja, wir wollen sowieso nicht alle sammeln. Also gehen wir jetzt einfach hier weiter. So, jetzt kommen wir wieder zu den Jump'n'Run-Passagen. Und ich muss auch sagen, in diesem Level erscheint es noch sehr nervig, diese Puzzle-Einlagen. Und die kommen aber später im späteren Verlauf nicht mehr so häufig, wie ich schon angedeutet hatte. Insofern macht euch da mal keinen Kopf drum. So, da wir jetzt bald das Zeitlimit erreicht haben und ich auch nicht überschreiten möchte, werde ich jetzt gleich mal einen Cut machen. Entschuldigt meine, ja, sehr merkwürdige Sprachweise beim Spielen. In letzter Zeit entschuldige ich mich viel zu häufig. Es tut mir leid, aber es tut mir eben auch leid, dass ich einen Grund habe, mich zu entschuldigen für meine Sprachfehler, die ich mache. Und ist alles auch egal, denn ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der ersten Folge von Gear. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, denn ich kann es nur jedem von euch empfehlen. Insofern, bis zum nächsten Mal.